Checkt this out. Bist du müde? Es ist 8 Uhr an einem Freitag und es ist 8 Uhr an einem Freitag. Das, denke ich, interessiert uns alle sehr. Wir haben heute was ganz Besonderes vor, denn im Büro erwartet mich eine große Überraschung. Und außerdem haben wir heute, ich bin so müde, Alter. Außerdem haben wir heute Folgendes vor. Wir werden heute ein Shooting mit Red Bull machen. Viele Leute von euch haben sicherlich über meinen Twitch-Kanal bereits mitbekommen. Ich bin mittlerweile mit Red Bull fest verpartnert. Ja, das freut uns alle sehr. Und ich freue mich natürlich heute... War mein Hund Akani, der ist im Badezimmer eingesperrt und bellt, weil ich den nicht unter Kontrolle habe. Ich habe Angst vor dem, wirklich. Jedenfalls werden wir heute ein bisschen was shooten und wir nehmen euch den Tag über mit. Es wird geisteskranke Action-Szenen geben, eine Menge Spaß und viel... Ach, halt doch dein Maul. Akani? Akani jetzt gerade nicht, ne? Ist gerade schwierig, sag ich mal. Ich muss jetzt hier arbeiten, weißt du? Also ich kann dich jetzt nicht... Nee, lass die Tür zu. Lass die Tür zu. Noch ein bisschen, das natürlich. Immer so? Durch. Komm, pack den aus, du kannst so ein bisschen schräger, kannst du liegen, genau, das kann so. München sieht man jetzt fast gar nicht. Der ist auch gerade mit sich, der ist im Platz. Wenn du vielleicht kurz aufhören würdest, den Schritt. Bro, also ist gerade echt unpassend. Ja, also, so ist gut. Also. Aber das ist gar nicht schlecht, dass er schon rumschaut, weil Tobi ja reinkommt. So, ruf mal Tobi. Er kann ihn. Ja. Das Hammer. Feiner Hund! Toll! Sonst hab ich dich trainiert! Hey. Hey! Hör auf, Akani! Du schließt ja gar nicht wirklich. Zu dem zum Bettenlager irgendwann so Bilder von mir. Ja Leute, was soll ich sagen? Wir shooten heute fürs Bulletin, Red Bull Bulletin. Das Magazin, was regelmäßig rauskommt und wir schießen eine brave Fotostory. Ich kann euch leider Tobi nicht zeigen, weil das ein bisschen zu viel vorwegnehmen würde. Aber die Storyline ist folgende. Tobi ist mein Praktikant und ich werde ein bisschen durch den Tag begleitet. Wir werden, wie gesagt, ein bisschen was am Tag mitnehmen. Größtenteils geht es aber später um das, was mich im Büro erwartet. Ziemlich wilde Nummer auf jeden Fall, wurde mir angekündigt und ich bin echt mal gespannt, was da auf uns zukommt. Akani ist mittlerweile jetzt zu Hause. Der hat eben mehrfach versucht, den Kameramann zu begatten. Ich glaube, da wird es einfach Zeit für eine Kastration. Tobi? Mhm. Bei dir auch? Ja. Perfekt. Ja, jetzt? Ja, direkt? Nee. Bro. Ich bin extrem gut darin. Achtung. War krass, oder? Nee. Soll ich mal hier in die Pipe reinfahren? Ja. Traust du dich? Nee, du. Das hat keine Bremse, das Fahrrad, und keine Klingel. Und kein Licht. Pipe. Was? Fahr in die Pipe. Guck mal, man kann den Reifen, man kann auch rückwärts damit fahren, wenn man... So ist vorwärts. Und so ist halt rückwärts, weißt du? Stimmt gar nicht. Doch. Du lügst. Ja, so vorwärts geht nicht. Guck. Oh mein Gott. Jetzt so seitwärts. Nee. Kannst du auch einen Frontflip machen? Mach mal einen Frontflip. Ja, mach doch jetzt. Ja, war doch. Sitzt man eigentlich auf dem Fahrrad? Du stehst. Ja. Kommst du hoch, oder? Wild. Zu wild. Das hat keine Bremse. Also ich kenne keinen Schmerz. Ich hoffe, ich hab's. Ich bin gerade auf der Klappe. Ich kenne keinen Schmerz. Tut weh? Ja. Okay, pass auf, ich fahr jetzt noch einmal hier rüber, ja? Nee. Okay. Digga, jeder Mensch würde jetzt sagen, ich fahre nicht mehr, wer hingefallen ist. Aber du bist ein Bin gerade schon hingefallen, ne? Ja. Okay, ich fahre hier rüber. Tja. BMX. Wild, wild. Kein BMX-Fahrer der Welt macht das. Der Rettungswagen kommt, hört ihr das? Mach mal einen Damo anlecken. Wo ist es denn? Ach so. Ne, tut aber nicht weh. Au, tut echt nicht weh. Fällst du oft hin? Mhm. Auf den Kopf? Mhm. Und? Nee, auf den Kopf nicht. Wohin fällst du immer? Ich kann dir mein Bein gerne mal zeigen. Zeig mal dein Bein. Dann, ja, jetzt kann ich es dir gerade nicht zeigen, weil ich Schoner anhab, aber. Dann hast du Schoner an. Bist du ein Loser? Echte BMX-Fahrer haben sowas. Hast du sowas? Hab ich sowas? Oh, dem seine ganzen A. Deshalb fährt Mo jetzt auch für das Shooting für mich und nicht ich selber. Weil, also sieht so aus, als wäre ich das, ne? Wir tauschen Klamotten, dann denken alle,
Was soll das jetzt? Du bist jetzt im Gefängnis. Du kannst einfach, das ist ein Gitter, du kannst einfach außen rumgehen. Das ist ein ganz normales Gitter. Hey, nein, das ist ja ein Hochsicherheitstrakt. Welches Hochsicherheitsgefängnis kann ich so durchgreifen? Das ist gar kein Bindungspark. Oh, du Spanner. Du Spanner, du. Warum Zähne putzen, wenn es auch einfach geht? Ich will Zähne putzen. Okay Leute, wir sind gerade auf einem überheißen Boden hier am See. Ne? Hier darf man eigentlich gar nicht schwimmen, weil da vorne sind die Fortwerke. Die Fortwerke und die leiten giftiges Abwasser in den See. Wo gehst du denn da ran? Die Leute, die sind am Meditieren. Ja. Hör auf jetzt. Und wir springen jetzt hier ins Wasser. Au. Guck mal meinen Schatten an. Ja! Weißt du, der Fight gewonnen hab? Aber ich dachte, das wird jetzt halt einfach so weniger unangenehm, sag ich mal so. Gewonnen! Sag mal, kann ich das für meine private Sammlung? Warum filmst du? Ja! Ich hab gewonnen! Yeah, gewonnen! Oh yeah, Baby! Oh yeah! Ich bin wahnsinnig! Ich fühl mich straight up wie Simon Unge, Alter! Können wir hier ganz kurz den passenden Clip von Simon Unge dazu einblenden, wie er sagt, er steht auf ASMR, wo die eine gewürgt wird? Nein? Ja, halt nicht. Ja! Yeah! Epischer Zock! Gewonnen, Royal! Sag mal. Oh, damn, Bro. Ja! 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 Woohoo! Kann mich jemand erlösen? Und jetzt zeigen wir euch endlich, was für euch die. Digga, warum ist das hier so heiß unter diesen Lampen? Merkst du das? Warte, merken Bro, Elif! Holy sh! Digga, diese Lampen hier! Warte! Ah! Komm mal hier drunter, hier ist es 30 Grad wärmer! Elif, du bist Solarium hier! Ja, du merkst das nicht, weil du bist hier mit deinem Kopf und ich bin aber direkt unter der Lampe! Digga! Boah! Bro, die Wand ist schwarz geworden, weil die Lampen so heiß sind! Lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte euch was zeigen. Wir haben von Red Bull eine Überraschung bekommen. Und zwar das hier. Checkt this out. Wir haben Kühlschränke en masse. Unten mein Kühlschrank im Stream, habt ihr vielleicht schon gesehen. Absolutes Special-Ding. Wir haben Paletten en masse. Also wir haben jetzt wirklich einfach unlimitiert jede Sorte Red Bull, die es gibt. Ich weiß gar nicht, wie lange läuft das? Bitte lebenslang, bitte. Auf jeden Fall kriegen wir das richtig, richtig nice immer wieder hier hingekarrt. Und zwar so viel, wie wir wollen. Das ist richtig, richtig crazy. Wir sind gerade ein bisschen out of stock, wie ihr schon merkt. Die Lieferungen sind normalerweise so... Ede, wie viele Pakete kommen immer? 12. Das sind viele. Sie will damit sagen, das sind viele Pakete. Und das Krasseste, Leute, ist dieser Spielautomat hier. Ich bin ultra gut in sowas. Da stand der Game Over. Ich habe gestartet, da stand Game Over. Es ist auf jeden Fall halt richtig, richtig wild. Wir haben hier verschiedenste Games drauf. Hier ist wirklich alles dabei. So viele Spiele, von denen ich noch nie... Was? Sieht man das? Was? Der Rolex. Rolex. Ich habe auf jeden Fall noch nie von den meisten Spielen hier gehört, aber ich shoote Alley-oop, ihr seht es hier. Geisteskrank, Leute. Also wirklich extrem wildes Ding, was wir hier bekommen haben. Ein eigenen Arcade-Automaten. Oh, Waffe, Waffe, Waffe. Komm, get it, boy. Das war das Ding. Die sind halt nicht nur ultra teuer, diese Dinger, sondern vor allem tam selbst. Das ist ein Original. Und das ist halt richtig crazy. Also wirklich richtig, richtig insane. Oh, damn, da muss ich aufpassen. Oh, 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 meine Waffe ist leer. Oh, ich habe Sniper jetzt. Oh, andere Waffe. Habe ich noch eine andere Waffe? Oh, ich bin richtig gut. Ich bin richtig gut, Alter. Let's go, der Hase. Also sowas ist auf jeden Fall richtig, richtig krass. War schon immer ein Traum von mir, sowas irgendwie mal selber zu haben. So ein Pinball-Automaten oder sowas, ein Arcade-Automaten. Richtig, richtig krass. Und ich weiß, wie sturmhaft wir gerade am Neiden ist. Oh, wir haben das erste Level, glaube ich, geschafft, oder? Müssen wir da rein? Nein, da kommen die Gegner raus, nevermind. Richtig, richtig wild. Wirklich, also vielen, vielen Dank an der Stelle, Red Bull. Ist auch so ein bisschen der Kickoff für die ganze Partnerschaft, was wir heute gemacht haben. War eine richtig, richtig geile Story fürs Bulletin geshootet. Das Red Bull Bulletin, das Magazin, das ja, habe ich eben schon, glaube ich, erwähnt, ne? Ja. Was regelmäßig rauskommt. Das findet ihr im
im Juni. Ich glaube, am 14. Juni kommt es raus, war geplant. Ob sich da noch was ändert oder so, da werde ich euch natürlich auf Social Media am Laufenden halten, Leute. Aber im Großen und Ganzen, ey, also allein diese Möglichkeit hier zu haben, wirklich, dass wir jetzt diesen Automaten hier haben. Ja, ich bin extrem gut gerade, aber ich bin jetzt auch einfach mal gestorben. Man muss auch mal aufhören, wenn es am besten läuft, ne? Dass wir den Automaten haben, die Kühlschränke hier unten. Also das ist wirklich echt wild und ich bin wirklich, wirklich echt hyped auf diese Partnerschaft. Freue mich extrem darauf und da werden auf jeden Fall ganz, ganz wilde Geschichten und Videos auf euch zukommen. Wir haben für dieses Jahr eine Menge geplant gehabt. Corona macht ein bisschen miese Zeiten gerade, aber wir versuchen auf jeden Fall was richtig, richtig crazy Geiles rauszuholen und ja, Mann, Digga. Okay. Soll ich Aufnahme starten? Aufnahme startet. Tobi. Herzlich willkommen. Perfekt, Leute. Ich würde sagen, das war's für dieses Video. Auf Wiedersehen. Ciao.